Hey da draußen, hier sind wieder Strong und Flex. Heute gibt es eine sensationelle Beinübung. Bulletproof Knees, kugelsichere Knie ist hier das Stichwort. Okay, also der Strong hat mir gerade eröffnet, dass er das Wort kugelsicher bzw. bulletproof nicht mag, weil das ja nicht stimmt, das ist ja falsch. Ja? Nachher schießt sich einer in die Kniescheibe und dann hält die nicht. Ja, echt. Und dann hat aber unsere Übung gemacht. Ja, und dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir ihm die Rente bezahlen. Es geht einfach darum, dass das Gelenk halt mobil und halt eben auch sehr, sehr stabil gemacht wird. Also wir arbeiten in der Muskulatur sehr, sehr nah am Knie. Es muss kurz einleiten, was gesagt werden, auch wenn die ganzen ungeduldigen Menschen unter euch jetzt wieder einen Tremor kriegen. Wir hatten ja letztes Wochenende unseren wunderbaren Bewegungsfreiheit-Workshop. Der war vor allem deshalb wunderbar, weil die Teilnehmer wunderbar waren. Ja? Wir hatten sehr, sehr gute Schüler, die sehr konzentriert mitgearbeitet haben. Also da wäre ich fast emotional, wenn ich daran jetzt wieder denke. Ne? Wie die gearbeitet haben, wie die aufgeschrieben haben. Ne? Also die haben wirklich aus dem Workshop, die haben aus uns und aus dem Workshop sehr, sehr viel rausgeholt. Das war echt großartig. Und eine Frage, die aufkam, war, was sind Inspirationsquellen? Habt ihr mir eine Buchempfehlung? Wo können wir lernen, außer bei uns? Und dann haben wir gesagt, bei niemandem. Gebt uns euer ganzes Geld und kommt immer zu uns. Am 6. und 7. Juli gibt es den Gezeiten-Workshop, da musst du wiederkommen. Da kannst du wieder lernen, sonst nicht. Nein, das ist natürlich Unsinn. Wir lernen natürlich auch von anderen Menschen. Und wann immer wir von anderen Menschen gelernt haben und auch wenn wir Übungen hier präsentiert haben, dann haben wir immer versucht, daran zu denken, uns bei diesen Menschen auch zu bedanken, sie zu verlinken etc. Ja? Und von einem Mensch, von dem wir aktuell viel lernen und auch immer wieder jetzt ihn erwähnt haben und er präsent auf unserem Kanal war, ist der gute John Juan. John Juan hat ein sensationelles Squat-Programm, Kniebeugen-Programm rausgebracht, also oder sagen wir ein Beinprogramm. Die erste Übung da draus haben wir schon gezeigt, die ist in der Phase 1, das ist auch so ein bisschen die Basis, auf der baut alles auf. Das ist der Demi-Plié oder Demi-Plié-March. Marschieren im Demi-Plié. Wenn du dieses Video nicht gesehen hast, bist du ein Idiot. Oder du schaust es dir einfach mal an. Ja, die einzige Chance, das wieder gut zu machen, ist, dieses Video jetzt zu stoppen, den Demi-Plié-March sorgfältig anzuschauen, dir vorzunehmen, diese Übung fünfmal die Woche zu machen und dann mit diesem Video weiter fortzufahren. Nein, Spaß beiseite. Dieses Video halten wir für einen Meilenstein. Wir halten diese Übung von Meilenstein, weil sie eben auch vorbereitet für die Übung, die jetzt kommt, das Knie schon mal sehr gut absichert und vor allem dir mehr Sprunggelenksmobilität nach vorne gibt, beugende Sprunggelenksdorsalflexion. Also deswegen reite ich da nochmal drauf rum. Wir halten diese Übung für besonders, besonders wertvoll und sehr, sehr wichtig. So, das als einleitende Worte. Die nächste Übung ist der Shallow Knee Bend, um dem Kind hier einen Namen zu geben, ist auch Bestandteil der Phase 1 von Bottoms Up. Bottoms Up ist verlinkt im Beschreibungsfeld. Du klickst auf Mehr anzeigen, wenn du am PC oder Laptop sitzt und kommst so auf den Link oder du drückst aufs kleine Pfeilchen neben dem Videotitel, wenn du die Handy-App oder die Tablet-App benutzt. So, soll ich noch weiter labern oder die Übung zeigen? Nee, ich glaube, jetzt hast du wirklich alle, die keinen Bock mehr auf uns haben, vom Video runtergebracht. Und jetzt kann man die Übung zeigen. Nimm dein Ritalin, wenn du das nicht packst, verdammte Scheiße. So, vorbereitend habe ich mir jetzt extra noch das Hemd in die Hose gesteckt, dass du ein bisschen besser sehen kannst, was mein Rücken tut. Selbiger soll ganz gerade bleiben. Ich kippe das Becken etwas nach hinten. Ich stelle es neutral. Das Gegenteil vom Hohlkreuz und ich möchte ganz, ganz gerade bleiben. Mein Stand hier, das kannst du nicht so gut sehen, ist hüftgelenksbreit. Ich meine nicht die äußeren Abmessungen, sondern ich meine hier. Das heißt also, ja, da passt vielleicht gerade noch so mein Vorfuß dazwischen, zwischen meine beiden Fersen. Entschuldigung. Herrschaftszeiten. Da lacht er sich tot, ja, wenn es mir schlecht geht. Das ist das Schönste für ihn. Leichtes V. Und was machen wir mit unseren Füßen? Wir ankern über die Großzehe beugt. Wir strecken
die klein sehen. Wir wollen eine möglichst breite Supportfläche. So, jetzt gehe ich wieder zurück ins Profil. Diese Übung, ich habe es ja vorhin gesagt, basiert auf dem Demi-Plié-March. Du solltest den vorher gemacht haben. Denn so gehen wir jetzt in die Übung rein. Ich bin ganz aufrecht und ich beuge meine Knie, ich beuge meine Sprunggelenke und komme jetzt hier an meine Bewegungsgrenze im Sprunggelenk. Wenn ich weiter wollte, über Knie und Sprunggelenk, müsste ich mich vorneigen. Ja? Was ja aber nicht gewollt ist. Wenn du vor und hinter dir eine Plexiglaswand hättest, dann möchtest du die nicht berühren mit deinem Rumpf. Der bleibt gerade. So. Aber ich möchte jetzt ganz nach unten. Wie kann ich das bewerkstelligen, ohne den Oberkörper nach vorne zu nehmen? Ich darf jetzt die Ferse heben. Das tue ich ganz langsam und kontrolliert. Bleibe mit dem Rücken möglichst gerade und komme runter, bis ich hier auf meinen Waden sitze. Da kann ich eine Mini-Pause einlegen und jetzt nicht mit dem Oberkörper nach vorne, hinten bleiben, kontrolliertes Aufstehen und die Ferse soll ganz früh wieder unten sein. Ich drücke die aktiv runter und schon sehe ich, dass ich ein bisschen nach vorne gekippt bin. Das ist echt super schwer, das zu halten. Also Knie vor an die Bewegungsgrenze. Jetzt nehme ich die Ferse hoch. Bleibe so gut ich kann hinten. Das letzte Drittel oder Viertel hier, ne, da wird es natürlich eng. Ne? Da sind die meisten Menschen schwach, weil sie da nie hinkommen, weil ihr Stuhl halt schon viel früher anfängt. So, und jetzt hinten bleiben, Feuer, Ferse soll früh runter und ich bin wieder oben. Zack, in den Demi-Plié. Ferse kommt. Ich bleib hinten. Hau die Bremse rein. Benutze meine Großzehe auch. Ja? Nicht ausweichen mit den Füßen. So, Konzentration. Oberkörper hinten, Feuer. Ferse will früh runter, da ist sie unten. Und ich bin wieder da. Das ist die Übung. Qualität vor Quantität. Arbeite fast schon, ja, in Zeitlupe, ganz, ganz kontrolliert. Und guck, wie viel saubere Wiederholung kann ich dahin hinzaubern, ja. Und dann, wenn es mehr Wiederholungen sind, sag mal, du schaffst 15 saubere Wiederholungen, dann brauchst du bei der Übung vielleicht nur 2 Sätze, ja. Das ist im Bottoms-Up sehr, sehr schön, das Programming auch gezeigt, ja. Da möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Und wenn es weniger Wiederholungen sind, wenn es vielleicht nur 5 saubere Wiederholungen sind, dann musst du vielleicht mehr Sätze machen. 5x5, ja, zum Beispiel. So, probier die Übung aus. Mach sie mit hohem Volumen. Finde deine Dosis. Hör auf deine Knie. Mach definitiv auch vorbereitend den Demi-Plié-March. Und noch davor, gib uns jetzt sofort, verdammt nochmal, ein Däumchen nach oben für dieses Video. Abonnier uns, falls du nicht getan hast. Nach dem Abonnieren Glocke aktivieren. Hier unten kannst du auf Instagram vorbeischauen. Und hier gibt es zwei unserer letzten Videos. Wir sind wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.